Wir klären heute die Frage, wie schädlich es ist, wenn ich meine Hand beim Kettlebell-Training nicht komplett gestreckt habe. Viel Spaß! Herzlich willkommen, ich bin Johannes Queller und heute klären wir die sehr wichtige Frage, was passiert eigentlich mit der Hand, wenn ich sie nicht in einer perfekten geraden Linie ausgerichtet habe, sondern sie abgeknickt habe. Ist doch schädlich. Wir dürfen doch das Handgelenk nicht abknicken. Das dürfen wir doch nicht machen. Also ich würde mal sagen, das hier wäre tatsächlich irgendwie ein bisschen doof und fühlt sich auch unangenehm und nicht so schön an. Und gleichzeitig rennen ja Menschen herum, die sagen, ui, da machst du dir das Handgelenk kaputt mit. Frage ich mich aber auch, ob die das auch bei Liegestützen sagen, wo ja die Hände auch abgeknickt sind. Oder was sagen diese Menschen eigentlich zu einem Handstand? 2 hours later. Da müssten wir doch, also wenn mein Handgelenk bei einer 16 Kilo, 20, 24 Kilo Kettlebell kaputt geht, wenn ich die umgeknickt habe, kann ich doch mit meinen 85 Kilo keinen Handstand machen. Da sind ja die Handgelenke sofort kaputt. Oder? Zynismus und Ironie off. Natürlich nicht. Also die Handgelenke gehen davon nicht kaputt. Wir haben allerdings hier eine andere Sache, die wir beachten sollten. Wenn wir die Kugel hier haben, haben wir natürlich etwas, also ich habe hier ein bisschen Schmerz im Handgelenk. Es tut etwas weh, tatsächlich. Mein Handgelenk würde davon jetzt nicht kaputt gehen, aber es tut halt einfach nicht so, also es tut ein bisschen weh. Was aber viel wichtiger ist, ich habe hier überhaupt keine Kontrolle, ich habe keine Kraftübertragung. Also wenn ich hier hochdrücke und dann geht das hier erstmal runter und wippt nach, dann habe ich hier keine gute Kraftübertragung. Wenn ich dagegen meine Hand gerade habe, kann ich hier nach oben drücken und habe eine richtig stabile, gute Kraftübertragung. Was aber jetzt passiert, ist manchmal, wenn diese Position wehtut, weil die Kugel hier relativ weit oben jetzt in diesem Winkel aufliegt, dann kann es sein, wenn ich meine Hand etwas abknicke, also wenn ich hier runtergehe, ihr seht schon, was mit der Kugel passiert. Die dreht sich etwas. Komm ein bisschen näher ran. Die dreht sich hier etwas und liegt auf einer anderen Position auf. So, das heißt, es kann sein, dass ich weniger Schmerzen im Training habe, wenn ich meine Hand hier leicht abknicke. Wenn ich sie leicht abknicke, habe ich hier trotzdem immer noch den Griff stabil über dem Handgelenk laufen und habe hier immer noch eine gute Kraftübertragung von hier. Und ich habe den Vorteil, dass es mir dann hier nicht wehtut. Im Gegensatz zu komplett gerade und hier. Das heißt, dieser Tipp ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir die Kugel gerne etwas, das Handgelenk gerne abknicken können, um eine bessere Position am Unterarm zu haben, um weniger Schmerzen zu haben. Denn wenn wir weniger Schmerzen haben, wenn die Kugel aufliegt, dann, Trommelwirbel, trauen wir uns auch viel mehr, den Arm gegen die Kugel zu drücken, beim Snatch zur Kugel zu gehen, beim Press richtig gegen zu drücken, um eben hier auch stärker und kräftiger zu werden, mehr Muskeln aufzubauen, mehr Fett zu verbrennen, fitter zu werden, was auch immer, you name it. Ja, wichtig ist einfach nur, dass wir uns erlauben dürfen, die Handgelenke leicht abzuknicken, solange der Griff immer noch hier durchgeht. Wir wollen den Griff nicht hier hinten haben, weil wir hier einfach eine schlechte Kraftübertragung haben. Wenn wir hier drücken, gibt einfach die Hand das Handgelenk hier nach. Ich hoffe, dir hat dieser Tipp geholfen. Leite dieses Video an so viele Freunde weiter wie möglich, damit sie wissen und dass es okay ist, das Handgelenk leicht abgeknickt zu haben, damit man weniger Schmerzen hier hat und eben entsprechend stabil trainieren kann. Und dass das Handgelenk nicht kaputt geht, weil wir auch Handstände machen und Liegestütz. Also abonniere den Kanal, check die anderen Videos und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Cheers!